Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Erst, dass du dich einfach an den Hintergrund nicht mehr erinnern kannst. Wahnsinn. Jo. Ah. Meine Freunde, willkommen zu Usand, ein Spiel von Dotnot, das sind die, die Life is Strange gemacht haben, und ich bin schon sehr gespannt. Ich bin gespannt, ihr seid gespannt, wir sind alle gespannt. Ich höre ja leider nichts, aber sieht wild aus. Ach, Kinders, so ist das Leben, ne? So, bin ja mal gespannt einmal. Ich muss sagen, von Dotnot habe ich überhaupt ewig nichts mehr gehört. Ich weiß, Life is Strange haben sie gemacht. Und dieses Vampire haben sie da gemacht. Irgendwie ein Indie-Spiel haben sie gemacht. Und jetzt das. Aber ich habe ewig nichts mehr gehört. Jahre schon, nicht? Ja, wir gucken einfach. Ich bin gespannt. Eigentlich wollte ich erst morgen Abend streamen, aber vielleicht werde ich morgen Abend auch nochmal streamen. Und zwar Ghost Trick, aber mal gucken. Vielleicht werde ich auch einfach mal entspannen und privat ein bisschen zocken. Ich habe noch Far Cry hier zu liegen. New Dawn oder so heißt das. Ja, müsste ich auch noch zocken. Mal gucken. Muss ich auch nochmal zocken. Ich glaube, wenn ich um 24 Uhr streame, bringt das immer weniger als, ja, wenn ich jetzt morgens streame, aber ich bin ja morgens arbeiten meistens. Und vor der Arbeit streamen ist auch kacke. Ah, Tauben! Ist ja Wahnsinn. Möwen. Komische Vögel. Ich hab kein Knuspertoast mehr. Alles aufgegessen. Verdammt. Die hat Sonnencreme vergessen. Ein bisschen. You sand is in your sand. Badekrabbe. Die war ja putzig. Die war ja putzig, die Krabbe. Krabbe, die Krabbe, Mottige. Aha, da ist unser Ziel, der Ringel, der Kreis da. Wahrscheinlich. Er scheint nicht überzeugt davon zu sein. Etwas. Ein Pokémon. Wahrscheinlich. Wer baut denn Sachen so weit oben? Na gut, was willst du anders machen, aber. Ja, für die denken so, wow, das Spiel, das sieht ja jetzt nicht so gut aus. Ich habe hier alles runtergestellt für den Stream. Ist alles auf blau, nur damit ihr da Bescheid wisst. Das muss auch ein bisschen flüssig laufen. Und mein PC, ihr wisst, er ist nicht mehr der... Er ist nicht mehr der Schnellste, nicht mehr der Jüngste und so weiter. Deswegen, ja. Grafik ein bisschen nach unten gemacht. Bin ja mal gespannt, was mich hier erwarten wird. Ja.
Komisches Klettern. Auf jeden Fall komisches Klettern. Okay. Warum hängt da ein Stück Holz eigentlich? Hier könnte ich nicht pennen, Alter. Wenn ich hier jetzt mein Haus hätte, hier oben jetzt irgendwo, und ich würde aus dem Bett rollen, ich roll euch sonst wohin. Ich roll euch, keine Ahnung. Aber es erinnert mich ein bisschen an... Heißt das Nachika von Studio Ghibli? Ist auch so eine Wüstenwelt gewesen, oder? Vielleicht haben die sich so ein bisschen davon inspirieren lassen. Weiß man ja nicht, ne? Ich bin ein kleiner Krabbler. Also das Klettern ist etwas gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Etwas gewöhnungsbedürftig. Aber das wurde wohl bewusst so gemacht. Weil ansonsten wäre es zu easy. Ja, Hilfe. Boah, ich rutsch gleich ab mit dem Controller hier mit dem Joystick. Gott. Nein, oh Gott, Hilfe. Oh, es gibt eine Anzeige auf jeden Fall. Hält er sich denn fester eigentlich? Ist ja gerade komisch. Ah, ich chill erstmal hier eine Runde. Moin, was geht so bei euch? Fahr ich denn runter oder war das jetzt? Theoretisch ja, aber ich hänge am Seil, ne? Versuche mich da festzuhalten irgendwie dran, Oma, aber irgendwie kriege ich das nicht so gebacken. Ach, ich kann sogar hier rüberlaufen, ne? Ach, ich kann das wieder resetten. Ach, ich lerne auch, also ich bin lernfähig auf jeden Fall. Ich bin lernfähig. Ich kacke ab, Alter. Wow. Ah, okay. Wie komme ich wieder hoch? Weiß einer, wie ich hochkomme? Gerade ein bisschen komisch. Okay. Ich gehe erstmal ganz kurz hier hoch, so. Okay.
Also ich muss mir auf jeden Fall mit der Steuerung noch etwas vertraut machen. Meine Stunde fängt an, bis später. Alles klar, bis später. Also ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen einfuchsen mit dem Spielen und so weiter. So mit Greifen und so, und das ist schon ein bisschen anders. Hä? Das hab ich gar nicht so... Da muss ich mich ein bisschen einfuchsen mit. Einfach. Ich würde noch nicht mal einen Meter schaffen, hochzuklettern, so ungefähr. Das ist... Nein! Oh Gott, das wäre nur... Also ein bisschen anstrengend, muss ich schon sagen. Oh, der Controller schwitzt schon. Ich will ja auch nicht abstürzen, aber ich muss mich... Also die Steuerung, da muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, auf jeden Fall. Ja, gut, was heißt ein bisschen, aber... Puh, so mal klettern. Gut, das Klettern soll natürlich auch nicht zu einfach sein, das ist ja ganz klar. Ja, hier wohne ich jetzt heute. Alter, puh. Ich könnte nicht wohnen, doch. Ich könnte nicht wohnen. Was ist das da? Ah. Taxi gibt's ja auch. Ah, okay. Da, wie hoch der noch? Ja. Oder die Trigger? Trigger, ne? Kann ich mal auch fallen lassen, einfach, oder? Dam, 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 da, da, dam, 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 dam. Ah, jetzt bin ich hier. What's that? Ich höre das Rauschen des Meeres. Oder des Sandes? Der Sandes. Da, da ist irgendwie ein Schiff noch, ne? Okay. Ist denn der Controller so durchgeschwitzt? Ja, was ist hier los? Ja.
Ja, wollen wir denn da hinten? Wollen wir hin? Scheint so, ne? What's that? Ba 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 oh, oh. Oder wo lang? Doch da, ne? Na, da ist ja kaputt alles. Da geht auch nichts, würde ich jetzt mal sagen, so. Da, eine Krabbe! Und die hinter. Ach, da muss ich jetzt... Ach, da habe ich X gedrückt für... Okay, ja, Steuerung. Muss noch ein bisschen höher, ne? Tiefe. Nee, Tiefe macht keinen Sinn. Nee. Meine Güte. Hey, so. Komme ich da nicht hoch? Also, da bin ich ja mal gespannt, weil Nina wird das ja auch spielen, Nina von nebenan. Ich muss mal oben einmal kurz. So, nochmal kurz aufladen, ne? Ja. Ich hab gedacht, ich kann jetzt hier hoch. Aber vielleicht. Vielleicht muss ich da hoch. Oh, hoppala. Ja. Boah. Ja, was war das? Irgendwas ist hier passiert gerade. Was ist das jetzt? Ah, okay. Komisches Getier auf jeden Fall hier. Aber ich glaube, wenn man sich an die Steuerung gewöhnt nachher, dann geht das locker flockig von der Hand alles. Aber die haben das natürlich extra so gemacht, damit auch ein bisschen der Nervenkitzel, denke ich mal, entsteht dabei. Ansonsten wäre es ja halt unspektakulär alles so ein bisschen. Ansonsten wäre es ja alles ein bisschen unspektakulär. What's that? Achso. Digga! Alter, er kann das einfach so, Alter. Er klettert einfach so, da lang ist es. Es ist. Toll.
So, wo sind wir jetzt? Was, da oben? Wie soll ich da oben hinkommen? Ha! Hui! Dem, 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 dem. Attacke! Ich bin ein richtiger Pirat hier. Wahnsinn. Jetzt wird ja alles gekentert erstmal. Geentert. Geentert, gekentert. Ja, wie hoch denn noch? Oha. Ja. Oben erst das nächste. Ich da hochkommen? Ne, wahrscheinlich nicht. Da. Ha, da lang. Da. Ich pfeife einen Schlauch hier heute, Alter. Ich pfeife einen Schlauch hier, Alter. Ich sag's euch. Ich pfeife einen Schlauch heute. Also ich kann auf jeden Fall mehr. Ah, okay. Ich bin auf jeden Fall oben. Ich bin oben! Was gibt's hier noch so Schönes? Da müssen wir bestimmt gleich lang. Ich gehe mal erst hier lang. Oder müssen wir da lang? Nee, ich glaube, wir müssen da lang. Wo es hier noch entlang geht, so, mal gucken. Badabade. Irgendwas ist da gerade gelaufen. Okay. Aber ich finde das Spiel auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es ist definitiv mal was anderes. Gut, die Kletterpassagen jetzt. Ja. Die sind schon ganz geil gemacht. Ist nichts direkt für mich so ungefähr. Aber es ist auf jeden Fall spannend und mir spitzt der Controller gleich aus der Hand hier. Aber ich glaube, ich werde es trotzdem spielen. Weil es ist sehr interessant auf jeden Fall. Es ist sehr interessant. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei Ico oder sowas. Keine Ahnung. Die Welt ist komplett leer. Wir haben irgendwas bei uns in der Tasche noch drin, aber die Welt ist komplett leer, wie es scheint. Und wir sind hier alleine. Ich fühle mich hier fast wie bei Ico oder bei Shadow of the Colossus. Gut, na gut, mehr Ico als Shadow of the Colossus. Aber einfach hier, es ist das Einzige, was wir machen können, ist klettern so ungefähr. Deswegen ist schon. Die ganze hier ist nichts, die bloß Wüste ist hier. Hier erstmal nach oben. Magie!
Dieser Weg ist versperrt. Nein. Da kommen wir nicht hoch. Okay, schade. Klettern vielleicht? Klettern? Also hier war schon lange keiner mehr gewesen. Ah, hier. Aber stellt euch mal vor, ihr seid den ganzen Tag nur am Klettern, dann denkt ihr euch so, Digga, ich hab keinen Bock mehr. Oh, ich hab abgemacht, ne? Oh, das war ein Fehler, glaube ich. Ach, da oben, ah. Aha! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geronimo! Ah! Ab, ab! Ich muss ab! Ja, wo muss ich jetzt hin? Oh, meine Güte! Falsche Taste. Ah, ein bisschen noch. Ja, Demo ist auf jeden Fall kostenlos. Ich kann gar nicht so viel sagen gerade, wie ich sagen möchte, weil ich bin hier in der Concentrationsphase. Zum Glück habe ich mich da festgemacht. Hä? Muss er doch. Soll doch greifen können, aber. Wir sind auf jeden Fall gleich oben. Wir sind gleich oben auf jeden Fall. Okay, okay. Leute. Da kommt er irgendwie nicht rüber, ne? Was hab ich denn hier gemacht jetzt? Nee, 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 nee. Ich muss ja. Ich glaube, ich muss ja darüber, ne? Kann ich mich nicht auch schwingen lassen?
Man muss gucken, wie auf jeden Fall. Man muss gucken, wie. Die hier oben gewohnt haben. Ich sag's euch. Ich würde gar nicht mehr runterkommen. Ich würde mich hier oben. Keine Ahnung. Einmal oben würde mich da nie jemand mehr. So. Gibt es jetzt hier so Schönes? Da ist was zum Klettern auf jeden Fall. What is that? Ich. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich bin ganz erschöpft vom Bergsteigen hier. Also ich muss sagen, dieses Klettern gibt einen schon so ein bisschen so einen Adrenalinkick so ungefähr. Weil wenn du dich vertippst auf den Controller, dann hängst du da wie ein Sack Ei, ne? Also. Ein Würmeling. Ach. Das ist ja Wahnsinn. Oh. Ich habe gedacht, man kann da noch hochklettern, jetzt so gesehen, weil das da danach aus gerade. Also, das ist Jusand. Okay. 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 Ich habe so ein Grinsen im Gesicht. Es ist auf jeden Fall ziemlich gut. Es ist ziemlich gut. Die Klettereinlagen, gut, die müssen so sein halt, weil sonst, ne. Puh. Das ist Jusand. Auf jeden Fall macht mich ein bisschen sprachlos. Ich find's ziemlich geil. Ja, der kleine Würmling, der ist auch ziemlich süß auf jeden Fall. Und ja, also wir haben jetzt einen freigeschalten von 5 waren das, glaube ich. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, ich sag mal, 5 Kapitel vielleicht. Und einfach mal so jetzt in den Raum geworfen, so erstmal. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, das ist ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall holen werde. Auch wenn ich jetzt schon weiß, dass ich mit den Kletterpassagen sowas von abkacken werde. Weil drückst du den verknetten, drückst du einmal den verkehrten Knopf, wie schon gesagt, denn entweder kackst du ganz ab so ungefähr oder nur zur Hälfte vielleicht, ne? Man weiß nicht genau, ne? Ja. Auf jeden Fall ein schönes Spiel, sehr schön. Gut, meine Freunde, das war's mit Jusand für YouTube da draußen. Das war's mit Jusand, ihr wisst Bescheid. Alles weitere in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung. Die Demo kann man kostenfrei downloaden. Ach. Ja, ich habe keinen Toast mehr hier. Verdammt. Ich bin immer noch meine Frühstücksphase. Ich habe immer noch Hunger. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mehr drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal.
könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt vor mir, GameFBan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, flauschig und natürlich bis zum nächsten Mal und bis dahin immer schön weiterzocken. Also, haut's rein!